Hast du dir einmal Gedanken darüber gemacht, wie du sterben wirst? Sei ehrlich. Hast du einmal alleine im Zimmer gesessen und dir darüber Gedanken gemacht, wie werde ich sterben? Und niemand beschäftigt sich mit so einer Frage, außer ein Gläubiger. Wie wird dein Tod sein? Wie wird dein Ende sein? Wirst du bei einer guten Tat sterben? Oder wal'iyadhu billah, bei einer Sünde? Dein Ende wird so sein, wie du gelebt hast. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innama al-a'malu bil khawatim. Die Taten entsprechen dem Ende. Was bedeutet das? So wie du gelebt hast, so wird dich auch dein Ende einholen. Allahu Akbar. Deswegen sagen die Gelehrten, man aasha ala shay, mata alay. Derjenige, der für irgendetwas lebt, was er liebt im Leben, so wird er auch bei dieser Sache sterben. Je nachdem, wie viel Gewicht diese Sache in deinem Leben hatte, so wirst du auch bei dieser Sache sterben. Wenn eine Sache eine Hauptbeschäftigung von dir war, sei dir sicher, kurz vor deinem Ende, bevor Allah Azza wa Jal deine Seele herausnehmen lässt, wird dich diese Tat einholen, mit der du hauptsächlich in dieser Dunya beschäftigt warst. Wenn du für die Liebe Allahs gelebt hast, so sei dir sicher, du wirst bei so einer Tat sterben. Wenn du für die Dawah gelebt hast, dass du die Menschen zum Guten rufst, so sei dir sicher, Allah lässt dich bei so einer Tat sterben, o Diener Allahs. Hast du für die Musik gelebt, dann wirst du vielleicht kurz vor deinem Ende, statt die Worte La ilaha illallah zu sagen, irgendein Lied singen, das dir besonders gefallen hat. Hast du für die Frauen gelebt, so wirst du auch dieses am Ende deiner letzten Sekunden erfahren. Wenn du zu denen gehörtest, die die gesamte Zeit hinter den Frauen hergerannt sind, wie wird dann dein Ende sein? Du wirst auf der Straße laufen und dann kommt ein Auto und überfährt dich, während du wieder einer Frau nachgeschaut hast. Möge Allah Azza wa Jal uns nur ein gutes Ende geben, liebe Geschwister. Wenn du für die Drogen gelebt hast, so wirst du vielleicht mit einer Nadel im Arm sterben. Wenn du für die Sinner gelebt hast, so wisse, vielleicht, wal'iyadu billah, nimmt Allah deine Seele, während du den Beischlaf ausübst, mit einer Frau, die fremd ist für dich. Oder du, Schwester, mit einem Mann, der fremd ist für dich. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yub'athu kullu 'abidin 'ala ma mata 'alayh. Jeder wird so hervorgebracht am Tage der Auferstehung, wie er gestorben ist. Allahu Akbar. Wenn du bei der Hajj gestorben bist, so wirst du aufstehen vor Allah und du wirst sagen, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. O mein Herr, hier bin ich zu deinen Diensten. So wirst du auferstehen, wenn du bei der Hajj stirbst. Möge Allah Azza wa Jal uns so einen Tod geben. Und wenn du in der Niederwerfung stirbst, so sei dir sicher, insha'Allah ta'ala wird Allah Azza wa Jal dich am Tage der Auferstehung in der Niederwerfung auferstehen lassen. Wenn du beim Koran lesen stirbst, so wirst du vor Allah Azza wa Jal den Koran rezitieren. Jeder stirbt, jeder wird so hervorgebracht am Tage der Auferstehung. Und wenn du besoffen warst, wal'iyadu billah, dann stehst du auch besoffen vor Allah auf.